Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Huale 26 Zoll Fettreifen Elektrofahrrad. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Fahrrad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Rad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Radfahren ist in meinen Augen eine ideale Freizeitbeschäftigung. Draußen an der frischen Luft Bewegung, das ist für die Gesundheit schon super. Allerdings gibt es hier ein paar Prämissen, welche erst getroffen werden sollten. Nämlich musst du dir ein qualitativ hochwertiges Fahrrad anschaffen, ansonsten kann es bei der Sicherheit natürlich schwierig werden. Du willst ja mit keinem klapprigen Drahtesel umherdüsen, sondern brauchst schon ein qualitativ hochwertiges Fahrrad. Bei diesem Angebot hier bin ich der Ansicht, dass die materielle Verarbeitung auf jeden Fall überzeugen kann. Vor allem zu dem Preis bin ich der Ansicht, dass sich dieses Fahrrad hier wirklich sehen lassen kann. Aber gar keine Frage, das soll jeder Freund des Radsportes für sich selber beurteilen. Ich versuche hier auch nur ein paar Tipps und Hinweise mit auf den Weg zu geben. Auch die optische Gestaltung vom Rad gefällt mir wirklich sehr gut. Das würde ich auch als Pluspunkt anmerken, wobei das natürlich auch eine sehr große Geschmackssache ist. Wie bereits gesagt, ich finde, Radfahren ist einfach eine der besten Freizeitbeschäftigungen. Vor allem in den warmen Jahreszeiten kann man damit seine Zeit sehr gut verbringen. Du musst dich nur für ein hochwertiges Rad entscheiden. Ich bin der Ansicht, dass die materielle Verarbeitung von diesem Fahrrad hier überzeugen kann. Auch die Ausstattung gefällt mir für den Preis wirklich sehr gut, weswegen ich in der Tat eine Empfehlung für das Fahrrad aussprechen kann. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber noch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben konnte. Das Amazon-Angebot zum Fahrrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe wirklich sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Radtour. Alles Gute, ciao.